Talent träge ich so weit, aber Charakter träge ich den ganzen Weg. Und so war es. Stan Walkers Charisma auf der Bühne trug ihn bis ganz nach oben. Er gewann den australischen Superstar-Wettbewerb 2009 und die Herzen der Nation. Oh, er ist einfach toll. Ich liebe seine Stimme. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe es, wie bodenständig er ist. Ich kriege eine Gänsehaut. Doch für diesen scheuen 19-jährigen Maori-Jungen aus Neuseeland, der in Kirchen sang, ist es der Sieg, vor dem er beinahe davongelaufen war. Stan sagte, die Warteschlangen für das Superstar-Vorsingen waren so lang, dass er beinahe aufgegeben hätte, weil er dachte, es gäbe zu viele Talente. Ich denke, alles, was du mitbringen musst, ist dich selbst und wer du bist. Stan brachte alles. Seinen Glauben, seine Stimme und seine schmerzvolle Kindheit. Von einem Mitglied seiner großen Familie wurde Stan im Alter von 9 Jahren sexuell missbraucht und durchlebte die Schmerzen einer Kindheit in einem zerbrochenen Zuhause. Mein Vater war ein sehr gewalttätiger Mann und sehr zornig. Er schlug meine Mutter und er schlug uns. Wir wuchsen mit Drogen und Alkohol auf. Meine Mutter und mein Vater waren drogenabhängig, tranken viel und landeten immer wieder im Gefängnis. Viele Fans können seine Schmerzen nachvollziehen. Dies ist eine wahre Geschichte eines jungen Mannes, der entschlossen war, eine Tragödie in einen Triumph zu wandeln. Nun möchte er seine Berühmtheit nutzen, um ein Vorbild für junge Menschen zu sein. Es geht nicht darum, wie oft wir fallen, sondern darum, wie oft wir wieder aufstehen und weitergehen. Mein Rat für junge Kids lautet, wenn du einen Traum hast, ist es nicht unmöglich, ihn zu erreichen, denn ich bin der lebende Beweis, dass es geht. Und Stan kann es. Bislang ist er den Fallen von Ruhm und Reality-TV entsprungen. Kein Alkohol, keine Drogen. Stan verbringt viel Zeit im Freien und liest die Bibel. Er arbeitet bereits an einem zweiten Album, welches zum Ende des Jahres erwartet werden kann. Die Wege sind nicht leicht, aber am Ende des Tages wirst du den Lohn ernten. Und es ist dieser Wille der Entschlossenheit, der hinter Stan Walkers Erfolg liegt. Gina Shakespeare, NTD Auckland, Neuseeland.